Es war einmal ein Brüderchen, das nahm sein Schwesterchen an der Hand und sprach. Seit Mutter tot ist, haben wir keine gute Stunde mehr. Die Stiefmutter schlägt uns alle Tage und schimpft und schreit. Ja, Brüderchen, dem Hund unterm Tisch geht's besser als uns. Der kriegt manch guten Bissen. Die harten Brotkrumen müssen wir essen. Ach, wenn das unsere gute Mutter wüsste. Die Augen würde sie sich ausweinen. Komm, Schwesterchen, wir wollen miteinander in die weite Welt gehen. Brüderchen nahm Schwesterchen bei der Hand und sie wanderten den ganzen Tag, bis sie müde wurden und in einen großen Wald gelangten. Schwesterchen, ich hab Durst, wenn ich nur ein Brünnlein fände. Da, ich glaube, ich höre eins rauschen. Brüderchen stand auf und nahm Schwesterchen an der Hand. Die böse Stiefmutter aber war eine Hexe. Sie hatte wohl das Fortgehen der beiden gemerkt und war ihnen nachgeschlichen, heimlich, wie die Hexen schleichen, und hatte alle Brunnen im Wald verwünscht. Als die Kinder nun an ein Bächlein kamen, das so glitzernd über die Steine sprang, wollte Brüderchen sogleich daraus trinken. Aber das Schwesterchen hörte im Rauschen des Wassers eine seltsame Stimme. Wer aus mir trinkt, wird ein Tiger. Wer aus mir trinkt, wird ein Tiger. Ich bitte dich, Brüderchen, trink nicht, sonst wirst du ein wildes Tier und zerreißt mich. Ich habe zwar großen Durst, aber dir zuliebe will ich bis zur nächsten Quelle warten. Als sie zum zweiten Brünnlein kamen, hörte das Schwesterchen wieder die unheimliche Stimme. Wer aus mir trinkt, der wird ein Wolf. Wer aus mir trinkt, der wird ein Wolf. Brüderchen, ich bitte dich, trink nicht, sonst wirst du ein Wolf und frisst mich auf. Ich werde bis zum nächsten Brünnlein warten, aber dann muss ich trinken. Koste es, was es wolle, mein Durst ist zu groß. Als sie zum dritten Brünnlein kamen, horchte Schwesterchen voll Angst. Wer aus mir trinkt, wird ein Reh. Wer aus mir trinkt, wird ein Reh. Brüderchen, ich bitte dich von Herzen, trink nicht, sonst wirst du ein Reh und läufst mir davon. Ich kann nicht anders. Ich muss trinken. Ich bin schon fast verdurstet. Kaum hatte Brüderchen den ersten Schluck getan, verwandelte es sich in ein Reh. Nun weinte das Schwesterchen über das arme, verwünschte Brüderchen, und das Rehlein weinte auch und saß traurig neben ihm. Sei nur still, Rehlein, ich werde dich nie verlassen. Sieh, hier binde ich dir mein goldenes Strumpfband um den Hals, und aus diesen Binsen hier flechte ich dir ein Seil. An diesem will ich dich weiter in den Wald führen. Als sie lange, lange gegangen waren, kamen sie endlich zu einem kleinen, unbewohnten Haus. Hier können wir wohnen, mein Rehlein. Das Häuschen ist leer. Ich will dir aus Laub und Moos ein weiches Lager machen. Und morgen sammle ich Beeren, Wurzeln, Nüsse und weiches Gras für dich. So, und jetzt schlaf schön. Jeden Morgen liefen sie zusammen hinaus in den schönen Wald. Es wäre ein herrliches Leben gewesen, hätte nur das Brüderchen seine menschliche Gestalt gehabt. Es trug sich aber zu, dass der König des Landes
eine große Jagd in dem Wald hielt. Als Rehlein nun das Hörnerblasen, Gebell und das lustige Geschrei der Jäger durch die Bäume schallen hörte, wurde es ganz unruhig. Ach, Schwesterchen, lass mich hinaus zur Jagd. Bitte, ich halte es hier nicht mehr aus. Immer nur rumliegen, fressen und ein bisschen mit dir in den Wald gehen. Bitte, bitte, lass mich hinausspringen. Aber komm mir ja abends wieder. Vor den wilden Jägern verschließe ich meine Tür. Damit ich dich erkenne, klopf und sprich: Mein Schwesterlein, lass mich herein. Das Rehlein sprang hinaus in den Wald und ihm war so wohl und lustig in freier Luft. Als der König und seine Jäger das schöne Tier sahen, da rief der König: Setzt ihm nach, aber dass ihm keiner was zuleide tut. Aber sie konnten es nicht einholen. Immer wieder entkam ihnen das Reh. Als es dunkel wurde, lief es zu dem Häuschen und klopfte. Mein Schwesterlein, lass mich herein. Schon wurde ihm geöffnet und das Reh ruhte sich die ganze Nacht auf seinem Lager aus. Am anderen Tag ging die Jagd von neuem an. Als das Reh das Jagdhorn hörte und das Geschrei der Jäger, da hatte es keine Ruhe mehr. Schwesterchen, mach mir auf, ich muss hinaus. Aber komme ja abends wieder. Klopf an und sag dein Sprüchlein, damit ich dich erkenne. Vor den wilden Jägern verschließe ich die Tür. Das Rehlein sprang glücklich hinaus. Der König und seine Jäger erkannten das schöne Tier mit seinem goldenen Halsband. Setzt ihm nach! Aber das Rehlein war viel zu schnell. Erst gegen Abend konnten die Jäger es umzingeln und dabei verletzte es einer ein wenig am Fuß, sodass es hinkend nach Hause lief. Der Jäger schlich ihm nach bis zu dem Häuschen und horchte verwundert. Mein Schwesterlein, lass mich herein! Er sah, wie die Tür aufgemacht und sofort wieder geschlossen wurde. Da ging er gleich zum König und berichtete, was er gesehen und gehört hatte. Schwesterchen aber erschrak furchtbar, als es sah, dass Rehlein verletzt war. Es wusch die Wunde aus und legte kühle Kräuter darauf. So, geh auf dein Lager, Rehlein, damit deine Wunde schnell heilt. Rehleins Wunde war in der Nacht gut verheilt, und als es den Jagdtrubel draußen hörte, wurde es ganz unruhig. Bitte lass mich dabei sein, Schwesterchen, ich kann's hier nicht aushalten. Sie werden dich töten, Rehlein, und ich bin hier allein im Wald und von aller Welt verlassen. Ich lass dich nicht hinaus. So sterb ich hier vor lauter Trübsal. Wenn ich das Jagdhorn höre, so ist mir, als müsste ich aus den Schuhen springen. Schweren Herzens ließ Schwesterchen das Rehlein hinaus. Rehlein sprang gesund und fröhlich in den Wald. Und wieder erkannten der König und seine Jäger das schöne Tier mit dem goldenen Halsband. Und der König gab Befehl: Setzt ihm nach! Den ganzen Tag bis in die Nacht! Aber dass ihm keiner was zuleide tut! Bei Sonnenuntergang klopfte es an der Tür des Häuschens. Mein Schwesterlein, lass mich herein. Die Tür ging auf und der König trat ins Häuschen. Vor ihm stand ein Mädchen, das war so schön, wie er noch keines gesehen hatte. Schwesterchen aber erschrak. Wo ist mein Rehlein? Ist es verwundet? Oh nein, ihm passiert kein Leid. Meine Jäger jagen doch mit ihm um die Wette. Sag, schönes Mädchen,
Willst du mit mir auf mein Schloss gehen und meine liebe Frau werden? Ach ja, aber das Rehlein muss auch mit. Das verlasse ich nicht. Es soll bei dir bleiben, solange du lebst. Und es soll ihm an nichts fehlen. Da kommt es ja gesprungen. Es wurde eine prächtige Hochzeit gefeiert. Schwesterchen war nun die Frau Königin. Und Rehlein wurde gehegt und gepflegt und sprang im Schlossgarten herum. Die böse Stiefmutter, aber die alte Hexe, hörte sehr bald von dem Glück der beiden und hatte keinen anderen Gedanken mehr, als sie doch noch ins Unglück zu bringen. Ihre richtige Tochter, die hässlich wie die Nacht war und nur ein Auge hatte, wollte vor Neid zerplatzen. Das Glück, eine Königin zu werden, hätte mir gebührt, Mutter. Gebrauch doch deine Hexenkünste und verhilf mir dazu. Sei nur still, mein Liebling. Wenn's Zeit ist, will ich das Meinige schon tun. Als die Zeit gekommen war, gebar die junge Königin einen schönen Knaben. Welch großes Glück, ein Thronfolger. Ich muss sofort sehen, wie es meiner lieben Königin geht. Der König ging auf Zehenspitzen wieder hinaus und merkte nicht, dass im Bett eine falsche Königin lag. Als es Mitternacht schlug, sah die Kinderfrau, die in der Kinderstube beim Kronprinzen wachte, wie die Tür plötzlich wie von Geisterhand aufging. Die richtige junge Königin trat ein und ging zum Bettchen des Kindes. Was macht mein Kind? Was macht mein Reh? Nun komme ich noch zweimal und dann nimmermehr. Die Kinderfrau war zu Tode erschrocken und antwortete nicht, sondern lief eilends zum König und erzählte ihm alles. Ach, lieber Gott, was hat das zu bedeuten? Ich will in der nächsten Nacht bei dem Kinde wachen. Wieder erschien um Mitternacht die junge Königin. Was macht mein Kind? Was macht mein Reh? Nun komme ich noch einmal und dann nimmermehr. Der König getraute sich nicht, sie anzureden. Aber er wachte auch in der folgenden Nacht bei dem Kinde, als wieder, wie von Geisterhand, die Tür geöffnet wurde und die junge Königin eintrat. Was macht mein Kind? Was macht mein Reh? Nun komme ich noch diesmal und dann nimmermehr. Du kannst doch niemand anders sein als meine liebe Frau. Ich bin deine liebe Frau. In diesem Augenblick hatte sie ihr Leben wiedererhalten, war durch Gottes Gnade frisch und gesund. Und dann erzählte sie dem König die ganze Geschichte von der bösen Hexe und ihrer Tochter. Die falsche Königin wurde in den tiefen Wald gebracht und den wilden Tieren überlassen. Die böse Stiefmutter aber, die Hexe, musste jammervoll verbrennen. Und so wie sie zu Asche verbrannt war, verwandelte sich das Rehkälbchen und erhielt seine menschliche Gestalt wieder. Schwesterchen und Brüderchen aber lebten glücklich zusammen bis an ihr Ende.